Scheiße, warum habe ich in den Brunnen geguckt? Weiß ich nicht. Warum guckst du denn in den Brunnen rein? So, Da stand moin ein moin Tag hier. Leute und willkommen zurück zum Was spielen wir? Dino Crisis 1 Stream. Genau. Haha. So, wunderbar. Heute haben wir wieder tausende Gäste hier, wie sonst immer. Oh, vor allen Dingen tausend. So, dann schauen wir mal, ob jetzt hier bei mir alles läuft. Also Wiffbot sagt mir, ich bin da. Das klingt gut. Ja, du bist auch live. Ja, das ist die halbe Miete. So, wir waren hier im Hafen stehen geblieben. Genau. Und haben was gemacht? Genau, wir haben. Ah ja, die zwei Aufgefressenen vom T-Rex, die nicht mal angenagt wurden. Das war die Geschichte. So, Port sind wir. Das heißt, ich muss jetzt mal auf der Karte abchecken. Ne, das war die Taste. Die Taste. Jetzt haben wir's. Karte. Wo sind wir hier? Wir sind hier unten. Mal kurz überlegen. Wie komme ich denn da jetzt weiter? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wo war denn der andere Raum? Weiß ich nicht, muss Vanessa fragen, weiß sie bestimmt. Wahrscheinlich, ja, doch, ich glaube hier irgendwie. Ja, wir werden es rausfinden. Wenn nicht, wir haben ja schon mehrfach einen unnötigen Weg zwei- oder dreifach gemacht. Von daher ist das ja kein Ding. Ach, mich stört das. Richtig. So, was habe ich eigentlich ausgerüstet? Ich habe noch 0-0 Schrot. Ah, das ist doch super. Im Übrigen jagt ihr mich ja immer absichtlich, juhu, Hallöchen, mit Absicht immer in die Gale-Sachen rein. Ah, das ist doch ein blauer welcher, oder? Ach ist nur ja. so ein süßer Kleiner. Ist er tot? Natürlich. Oh Gott, freue ich mich dann schon auf Dino 2. Er kommt doch bestimmt einen Schreckmoment raus. Bei was denn? Eine kleine Musikspielbox. Ach Ein so. Schreckmoment. Ich spiele gerade Outlast 2, die Demo. Oh, Outlast 2. Das 1 habe ich nie durchgespielt. Demo. Ja, auf YouTube drei Videos oder so. Ja, danach hatte ich keine Unterwäsche mehr zum Wechseln. Ja, so ungefähr. Also Outlast war das erste Spiel, wo. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr alle die Videos gesehen habt, aber ich habe ja echt mich vor Schreck bei einer Situation da so richtig hier. Da, wo man oben in dieser Balustrade ist und das Vieh einen runterschmeißt. Raus. Ja. Boah. Das war schon grenzwertig. So, was haben wir denn? Wir haben hier die Schlüssel. Da prüfen. gibt noch viel schönere Sachen in dem Spiel. Oh yeah. Boah, Auf jeden scheiße. Fall. Mit was habe ich die Dinger überschrieben? Irgendwo haben wir bestimmt den dämlichen Code gelesen. Das steht ja hier auf dem Blatt drauf. 0392. Ah. Nein. Oh. User entered your channel. Hallo. Aber. Ah, noch eine. Was zum Teufel? Du hast einen Chip eingelegt. Das klingt doch schon mal Hi. super. Objekte, weiter geht's. Musst du flüchten, Uwe? Keine Ahnung, ich habe mich So. gerade erschreckt. Oh, das wird was So. heißen. Mein erster Löschen. Will ich die Daten überschreiben? Oh, scheiße. Wer hat es eben gemerkt? 0395, Müsste ja. Die Fuck. eingeben, ja. Die eingegebene Zahl ist ungültig. Vanessa! Ja, gelb, wie ist denn der Code? 03 hat's angefangen. 69? Auch falsch. Och, komm. Ich hab's doch eben gelesen. Ich kann doch nicht so schnell die Daten wieder vergessen. 0392. 0392. Ja, ich hab grad 0. ins Stream geguckt, da kam's grad. 2. Ja, sag ich doch. Hier. Leichter Zahlendreher, die 5 war falsch rum. Super, ich danke dir. Ja, ich möchte das Ding überschreiben. Hey, was heißt hier, ey? So, Ja, weil sie gerade überlegt. Hi, Hey, aber. Dama. Servus, Dama. Ach, das war jetzt wieder blöd. Wo lang? Weg. So. Boah, Hacker, Hacker, der sieht mich. Hacker, der sieht mich. Vor denen hast du dich erschrocken. Nein, nicht vor dem. Hast du nicht das Mistvieh Nein. eben gesehen, was mich gepackt hat und zurückgeschmissen Ja hat? doch, ich sehe es doch gerade im Stream. Nein, das ist schon länger her. So. Ach, bum, bum, bum. Erstmal die Treppen runter. Cool, ach, wie. Jawohl. So, Kannst du geht auch weg. Runterladen, wenn du die spielen willst? Boah, schnell weg. Ich Aber kenne oh, die ist noch Demo wer. schon.
Ja, ich kenn's auch schon, aber ich weiß auch, wie weit Uwe gerade ist. Jetzt hab ich irgendwas versaut. Oder? Nee, jetzt passt's wieder. Sing mal. Ach, wie ich diese Rätsel gehasst hab. So, ach, jetzt können wir. Aber sie machen Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Die Steuerung davon ist ja echt Horror. So, machen wir doch mal den. Ja, es ist ein. Ein Flop. Spiel, das erwartest du. Okay. Was der Typ in Outlast 1 nicht geschafft hat, hat er jetzt in Outlast 2 gemacht. Ha, meine absoluten Lieblingsgeräusche hier, wunderbar. Komplett. Kann ich jetzt weggucken? Kommt drauf an, auf welchen Stream du guckst. Oh, bei genau. Uwe. Ich gucke auf beide. Die Demo kann bis zu einer Stunde dauern. Aua! Ja, du aua. Rennst zur Uhr halt. Was geht denn jetzt für euch? Ich hab mich umgeguckt. Willst du ums Rennen gehen? Da war nur überall Gegner. Das weiß ein bisschen die Demo schon. Naja. Okay. Die Daten wurden neu geschrieben. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. So, jetzt dürft ihr alle gleich wieder raten. Wir sind an einem weiteren DDK-System angelangt. Ja. Alles klar, ich verabschiede mich im Stream und gebe das Wort weiter an Kaiser Katana, der auch hier mit dem TS ist. Alle ab zu Kaiser Katana. Yay, auf alle ab zu mir! Dem Stoppen. Wem kenn ich nicht? Wie? Hey, dann kennst du ihn jetzt. Wie kannst du nur? Kenn ich nicht. Hey, danke für deinen Host, Uwe. Ich trinke hier gleich mal einen auf dich. Hier, wer hat das zuerst raus von euch? Hey Daniel, auch danke für deinen Host. Ja, immer noch. Kommt drauf an, welches. Wir sind bei DDK-System S. S. Oh, da überlegen sie. Bei dir was reinschritt. Ich find's auch lustig, ich lese jetzt zum allerersten Mal diesen Code als Text oben, der da drin steht. Da steht ja echt Saturday Baby, Nil Light, Zinze Ever. Saturday Night Fever. Ja, hab ich auch gedacht. Was ist es? Ja, stimmt ja. Da, wenn man das LL wegmacht, ist es Saturday Night Fever. Ajo. Ja. Ist ja lustig. Ey, das habe ich das erste Mal. Und ich habe das Spiel ungelogen gefühlt und 10, 20 Mal durchgespielt. Also, weiß es jemand, was es ist? Vanessa wird die Lösung gleich schreiben. Mit S fängt's an. Ja. Mit S fängt's an. Ja. Ach, sehr gut. Ja, genau. Wie sie alle gleich sagen, ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wollte ich nicht gerade sagen, ich habe das Spiel nur ewig nicht gespielt. Ich kenne die Sachen nicht mehr so auswendig. Nee, ich auch nicht. Das letzte fand ich am coolsten. Wo ist denn jetzt das blöde Z da unten? Ist ja keine richtige PC-Tastatur, das konnten die sich ja da nicht leisten. No. Hey, dankeschön für den Host. Wow. So, Gesundheit. Gesundheit. Was? Nein, ich will nicht speichern. Wir brauchen doch hier nicht speichern, ist doch kein Tomb Raider. Ist ja kein Tomb Raider 2. Du hörst dich im TS genauso an wie in deinem Stream. Ach, lustig. Nee, ist nicht wahr. Oh, Bibi, mach keinen Dank für dein Follow. Sehr gut, Bibi. Gut so, Bibi. Sehr gut, dann immer weiter so. Du seid schuld. Auf dir. Auf dir. Ich weiß nicht, ob ich einen Host reinschmeiße oder ob ich selber streame. Aber ich glaube, ich schmeiße ja einen rein. Muss ich dir überlegen. So, Oh, vor allen Dingen, das ist voll das Schöne mit dem Hund und dem Schwert. Das ist die Tür, ne? Die ist. Ah, sehr geil. Ja, Sterilisation? Ja, ich wurde gerade sterilisiert. Oh Gott. Mein Beileid. Ei, ei. Ja, Moment, man muss ja sagen, ich habe meine Pflicht schon erfüllt, von daher. Ja, gut. So. Wo sind denn hier die Dinos? Ich hör's doch schon. Ah, der rennt. Aber nicht, ja, dann nicht mehr. So, Kollege. Velociraptor hier. Im Übrigen, ja, das seht ihr jetzt gleich, war ich ein bisschen kindisch. Ich hab mir gedacht, ich hol mir einen kleinen Gefährten hier für den Stream, der mich an so ein bisschen auf Dino Crisis 2 vorbereitet hier. Ihr seht ihn gleich hier. Ganz kindisch war ich im Globus einkaufen. Hey, danke für den Post. Oh. Triceratops. Ja, das war meine absolute Lieblingsszene in Dino 2. Wo die aus dem Gebüsch kommen. Echt so cool gemacht. Und dann auch noch gleich zwei. Sehr niedlich.
Vanessa will den haben, der ist knuffig. Genau. Der kostet 2,95 € bei Globus. 2,95 € bei Globus. Gar nicht. Ey, was soll denn das hier? Wenn du mir nicht genug Zeit gibst, schnitze ich dir einen aus Holz. Okay, ich gebe dir 5 Minuten, langt das? Nee, das langt nicht. Ich brauche wahrscheinlich noch mehr. Schwierig. Ich bin nicht schnitzbegabt. Oh, hier, Pan. Ich sehe es nicht, weil grün auf Panda grün Girl. Grad. Genau, hi, Panda Girl. Dann Follow. Panda Girl. So, Na dann, schnell hinfahren. Hier, weiß jemand ganz kurz den Waffenschrankcode auswendig gerade? Ich habe mir schon wieder vergessen, die Unterlagen rauszukramen. Versuch's mit Waffe. Nee, ich glaube, es ist 0815. Achso, eine Zahl. 0815, versuch's mal. 01. Also, ich kenne irgendeinen Spieler, der ist um bescheuerter Code 0815. Aber ich glaube nicht, dass das hier war. Ja, oder das Passwort. Passwort. Ich kann nicht helfen, ja. Ich kenne das Spiel nicht. Passwort. Viel zu lange her. So, hier waren wir das letzte Mal. Ja. 349. Wie 349? 7349. Danny, wie lange hast du eigentlich schon mitgekriegt, wie lange wir gemacht haben gestern? Ja, hab ich. Du hast dann auch zum Streamende mit den Jungs gespielt. Jo, passt. Ja, ich muss dem mal zeigen. 1281. Die waren jetzt zu langsam. So, genau. Und den können wir nämlich super gleich drauf basteln. Wo ich drin war, ging schneller. Und haben jetzt umgebautes Runde der Mitschaft. Jetzt tut das Ding nochmal ein Tickchen mehr weh. So, können wir hier noch irgendwas machen? Wollt ihr mir denn schon verraten, ob ihr mich am Schluss hier den. Endfollowed? Das Ding basteln lasst? Achso, ja, toll, danke. Ja, ob ihr mich das Ding basteln lasst oder ob ich die Dinger holen muss. Bastelst. Ich darf basteln? Darf ich basteln? Darfst basteln. Yay! Yeah. Doch. Alles noch so, oh nö, lass mal basteln. Nein, das soll doch. Das soll doch nicht mal das Arschloch sein von gerade eben wieder gut machen. Das Arschloch sein von gerade eben gut. Ach so. Er wird ganz schön frech in letzter Zeit. Was? So, hier ist glaube ich auch ein. Ja. Bin immer so. So, ja, und hier haben wir ein DDK-System D. So, bitte lösen. Ab hier wird's dann geil. Rafft jemand, worum es geht, also was man machen muss? Wenn nicht, erkläre ich es kurz, weil ich stand damals das erste Mal. Ja, sag. B und F rausnehmen und. Ja. Zahlen. Ja, ja, ist schon klar, lass mich weiterreden. Ja. Und die Zahlen sind die Buchstaben vom Alphabet. Also quasi. War D ja nicht. 4 ist D. 4 ist D. 15 ist halt, je nachdem, keine Ahnung, weil. Ja, was Juch, ist 15? Das ganz einfach. Stab. Also es fängt mit D wen, an. Wen hast du denn gesucht? D? Achso, ja. Nee, wen suchst du denn in dem Spiel? Den Ausgang. Nein, du suchst eine bestimmte Person. Und es ist nicht Donald Duck, weil es mit D anfängt. Genau, es ist nicht Donald Duck. Jetzt alle so, was suchen wir eigentlich in dem Spiel? Wir gucken nur zu. Wir machen's. Ja, richtig. War's denn richtig mit den Zahlen, die Buchstaben? Richtig, ja. Ja, gut. Ja, ja. War's ausgeschrieben, Doktor? Nee, es war D.R. Kirk, ne? Das Lustige ist ja, man braucht ja nur jetzt gleich aber unten. Müsste ausgeschrieben. War ausgeschrieben, ja. Ja, ausgeschrieben. Ich weiß auch, warum unten jetzt keine Computertastatur ist. Du brauchst eigentlich nur zählen. A ist 1, B ist 2, T ist 3, D, E, F, G, H, I, ist O, ist 15. Ja. Ah, genau. Kannst unten eigentlich zählen. Ah, ist ja blöd. Deshalb haben wir das gemacht. Nur Buchstaben zählen und dann weißt du es. No. Ist ja lustig. Wow, so, das letzte DDK-System in diesem Spiel geknackt. Sehen wir gut. Einfallsreich, wir sind im Durchgang. Ja, unfassbar. Ach, das war das hier. Stimmt. Yo, hi, Chester. Servus. Hi, Chester. Hi, Chester. Ihr dürft euch schon mal im Voraus beim Chester bedanken, genauso wie auch ich mich danke, hier nochmal Chester. An dieser Stelle bedanke. Danke, Chester.
Wofür? Moment, ganz kurz. Das war ja was, genau. Denn er wird mir, so lieb wie er doch ist, trotz dass ich ihm dafür was geben wollte und er will es nicht, Parasite Eve 2 für die PS1 nochmal schicken, sodass wir das nach Dino Crisis auch zocken können. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt, schon mal gesehen, gespielt oder gehört hat. Sagt euch Parasite Eve... spielt selber noch nicht. Also... Noch nie gehört. Gehört habe ich schon mal, aber... Also es ist... Es ist aufgebaut wie Dino Crisis, es ist aufgebaut wie Final Fantasy, so eine Mischung aus den zwei Sachen. Es ist ultra geil. Und ich habe das gefühlte 12, 13 Mal durchgespielt, nur irgendwie ist mir meins abhanden gekommen. Und weil ja der Chester meint, er müsste sich 3 davon holen, hat er sich einfach mal bereit erklärt, mir eins hier, ne? Da zu opfern für dich. Sehr nett von dir. Ja. So, ich habe keinen Platz mehr im Menü. Das ist toll. Warum? Wiederbelebung. Achso, zu viel mitgenommen. Nee, ich könnte mal ordnen. Jetzt können wir auch noch eine Betäubung mitnehmen. Sehr gut. So, jetzt sind wir schon ziemlich nah am Generator. Wir sind schon im dritten Energiebereich B2. Damit auch. Jawohl, wir haben ihn gefunden. Den dritten Energiegenerator. Herrn Schmelzer? Dr. Kirk ist auch nächste Woche Dienstag in der Höhle der Löwen, um sich noch ein bisschen Geld holen zu lassen, um den noch ein bisschen größer bauen zu lassen hier. So, das war jetzt ein sehr kurzes Gespräch mit Gail, beziehungsweise Rick. So, ja, wir können ja hier schon mal die ganzen Sachen machen. Mal alles ausfahren und vorbereiten. Also wenn jemand Dinosaurier klonen würde, da würde ich investieren. Ja. Da wird wahrscheinlich dann der Jochen Schweizer sagen, ah, da kann ich Ihnen leider, was Marketing angeht, nicht helfen. Ich kann leider noch keinen Jurassic Park bei mir anbieten, von daher steige ich da leider aus. Genau. Ungefähr. So wird es ungefähr laufen. Und der Frank Thelen sagt dann, ja, leider habe ich nur was mit Computern zu tun und von daher muss ich da leider auch aussteigen. Ja, ja. Hülle der Löwen hat schon was, ja. So ein Kompi kann doch bestimmt auf den Tasten rumhüpfen. Klar. So, und jetzt kommt's wieder so wie jedes Mal, wenn ich hier in dem scheiß dritten Energiegenerator bin. Ich habe als kein Peil, welche Tür und Knopf ich zuerst drücken soll. Es gibt einfach viel zu viel hier. Ach, probieren, Gilbert studieren. Lass uns mal die Knöpfe sehen. Ja, guck doch mal auf den Bildschirm. Machst du Augen auf, siehst du Knöpfe. Ja, im Moment läufst du noch. Ja, nee, ich meine damit, es sind so viele Bedienterminals, ich weiß als nicht, welches das Richtige ist. Wo ein großer roter Knopf drauf ist, wo steht, bitte nicht drücken. Okay, das drücken. Ah, ja. Das erinnert mich immer so an StarCraft 2, wenn du den großen MK2 da läufst und der, weiß ja nicht, ob jemand die Szene kennt, wo du den klaust und dann sagt der andere irgendwie hier von wegen... hier ist ein dicker roter Knopf mit einem Totenkopf. Und dann sagt der andere über Funk, bloß nicht drücken. Ups, zu spät. No. In WoW gibt's auch einen Uldua bei Mimiron. Da steht dick und fett drauf, bitte nicht drücken. Drückst du ihn, dann schreit Mimiron, warum habt ihr das jetzt gemacht? Habt ihr das Schild nicht gelesen auf dem Schild? Bitte nicht drücken. Okay. So, jetzt haben wir die Karte hier von dem Gebumster. Und hey, hier siehst du das so recht. Im Sterben. Das klingt doch gut. So, jetzt muss ich gucken, wo können wir... Ich glaube, hier an irgendeinem der blöden Bedienfelder kann ich den Screwdriver benutzen. Denn dafür haben wir den ja bis jetzt immer noch irgendwo drin. Haben wir nicht. Ach nee, das Ding wird dann automatisch aufgemacht. Ja, ja, okay. Aber am Boden sieht nicht gesund aus. Ja, nee, die schläft nur. Eine Memo, willst du sie lesen? Ach, 3, 4, das war die... verdammt. Wäre jemand so nett, mir ganz kurz das in den Stream zu schreiben? Und zwar die Personalnummer vom MC Dr. Kirk lautet 31415. Dankeschön. Kein Ding. So. Wie viel Stecker brauchen wir? 2? Will ich sie öffnen? Natürlich. 31415. Was haben wir jetzt hier? Erstmal den Wiederbeleber gegen den Verstärker umtauschen. Dann schmeißen wir noch die Granaten. Nein.
Dreieck war es ja. Granaten. Smith und Wesson haben wir. Erstmal den Giftpfeil, so, dann machen wir mal folgendes. Wir ordnen. So, dann mixen. Betäubung mit dem Verstärker haben wir Pfeile, SL plus. Die mit der Betäubung haben wir S. Und S können wir nicht mixen. War ja klar. So, dann haben wir da oben. Ah, Moment, da können wir gleich sortieren. 6 Granaten nehmen wir dahin. Die Pfeile tauschen wir wieder aus gegen den Giftpfeil. 40 Granaten lassen wir mal liegen. Die Wiederbelebung auch. Ich habe so viel Munition, mich braucht man nicht wiederzubeleben. So. Moment, habe ich jetzt die Smith & Wesson zu viel dabei? Ja, besonders ich benutze die doch eh nicht. Ei, da denke ich wieder nicht nach. So, die neuen Patronen können wir auch, dann können wir den doch mitnehmen, den Wiederbeleber. Nur rein zur Sicherheit. Wäre ja nicht so, als hätte ich schon mal einen benutzen müssen hier. Die Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Das ist schlecht. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wenn ich mit einem Granatenwerfer rumlaufe, ich mir eigentlich keine Gedanken machen müsste, ob die Tür abgeschlossen ist. Ich eigentlich nicht, ne. Aber diese Spielelogik ist ja, ne, halt so dafür da. Dafür ist es ja Spielelogik. Ja, das ist korrekt. So. Das heißt, da konnte ich jetzt schon mal hier nichts, also gehen wir mal hier Treppe. Treppe runter. Gleich wieder da. Kein Ding. Bis gleich. Ich bin noch eine Weile da. So. Hier haben wir ein Terminal, das sieht System locked. Ja. Ach Gott. Da liegt ein Memo, das ist schon mal gut. Da fliegen wir mal drüber. So, ihr habt ja alle mitgelesen. Gut. Ah ja, da ist hier. Karte Stufe B. Bringt mir. Weiß gar nicht, gab es überhaupt einen Raum, wo Stufe B hatte? Wieder da. BB. Danke. Also ich glaube, es gibt gar keinen einzigen Raum, wo du Stufe B brauchst. Bin ich so schade. Ja, aber für was hast du dann die Karte bekommen, wenn es keinen Raum geben würde? Ja, das ist das, was ich mich bis heute immer noch frage. Aber ich würde fast meine Hand fürs Feuer legen, dass es keinen Raum mit Stufe B gibt. Weil du kriegst bald, also wir kriegen bald die Stufe A. So. Hast du einfach nur übersehen. Brauchst du vielleicht für einen der anderen Wege. Vorbereitungsprozess unvollständig, ja. Strom für Generator ist unterbrochen. Genau. Ja. Aha. Lesen wir nochmal, ob ich irgendwas blöd bin. Ja, Initiator und den ganzen Klemmbimsel einsetzen, das können wir ja leider noch nicht, weil wir ja den ganzen Klemmbimsel auch gar nicht haben. Aber ich hab doch auch den blöden. Ich bin doch jetzt nicht doof. Ich dachte doch, ich brauche den Schraubenzieher. Den müssten wir doch haben. Wir haben aber nur einen Stecker, eine Funk-ID-Karte, ID-Karte, Stufe CB, Auswirkungspass und einen Fingerscanner. So. Na ja, gut, dann laufen wir hier mal raus. Ich sag ja, ich hab das auch nicht mehr gestern gespielt. Das ist schon ein bisschen her. Das Einzige, was ich vorhin mal kurz gespielt habe, nachdem ich es mir geholt habe, ist Dino Crisis 2 Stino Colosseum. Haha. Immer noch das Geilste, wenn du das Spiel durch hast. So, und hier konnte ich ja nur. Genau, Knopf drücken. Nichts. Genau, Vorbereitung. Die haben wir ja noch nicht. So, hier gab es aber doch auch einen blöden scheiß Fahrstuhl. Da ist noch eine Tür. Da hinten war der Fahrstuhl, ne? Jawohl, da ist der Fahrstuhl. Und da müssen wir doch dann den Initiator zuerst reinmachen. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, ist ja logisch. So. Ja, hier kommen wir doch jetzt ganz raus aus dem Scheiß. Oh mein Gott, es fängt an, dass bei mir Lücken in meinem Schädel sind. Irgendwie uncool.
Ah, hier gab's noch eine Tür. Aber die hat die A, genau. Toll. Was denn? Hast du jetzt eine B-Tür gefunden? Nee, es gibt keine B-Tür. Würde ich meine Hand fürs Feuer legen. Also fast. Weiß nicht. Ja, doch schon. So, gucken wir uns mal die Karte hier an. Ja, genau, weil das ist ja hier... Das ist ja im Kirk sein scheiß Labor dann. Verdammte Axt. Bin ich jetzt dämlich? Jedes Mal hänge ich an diesem verkackten Computer von diesem dritten Energie-Schwuletto-Generator. Okay, wir versuchen es nochmal. Irgendwo gibt es ein Bedienfeld. Aber ich sag ja, da sind viel zu viele von denen. Ich frag mal hier meinen kleinen Freund. Was sagst du? Was? Ich habe ein Bedienfeld übersehen. Sagt er, okay. Gut, dann. Unfassbar. Unfassbar, der weiß es. Für 2,95 Euro aus dem Globus. Ja, das war 2,95 Euro können schon. Können was ausmachen, ne? Ja, ja, ja. Super sinnvoll investiert. Ich wollte eigentlich, als ich in der Stadt war, wollte ich mir so einen Velociraptor holen, so einen richtig großen. Oh, das Scheißteil hat 20 Euro gekostet. Ja, aber der hat 20 Euro gekostet, da hab ich gesagt, sorry. Nur weil er von dieser komischen Marke ist, steif oder wie diese oder wie diese Plastikdinger da heißen. Hier wird irgendwas in Echtzeit berechnet, das ist schön. Ist die B-Karte öffnet B2, B3 auf. Bist du sicher? Das könnte sein. Und schon eine Hand verloren. Boah, ich sag nichts mehr. Das ist mir nie aufgefallen, weil ich diesen Fahrstuhl vorher noch nie benutzt habe, bevor ich die Karte da hatte. Ich habe die Karte immer vorher geholt. Ich dachte, es gibt halt einfach. Aber es gibt wirklich keine Tür. Und damit habe ich ja nicht unrecht. Der Fahrstuhl ist ja keine Tür in dem Sinne. Oder? Kann man jetzt sehen, wenn man will. Ruhestation, da sind wir jetzt. Ja, aber um in den Fahrstuhl zu kommen, musst du eine Tür aufmachen. Touché. Touché, ist okay. Ey, verdammte Axt. Es sei denn, der Fahrstuhl läuft mit so einem Gitter, das hochfährt, dann ist hier keine Tür. Ah, shut up. Brauchen wir nicht von dem die Fingerabdrucks-Pups-Dinger? Ah, da ist er ja. Fingerabdruckdaten. Nee, gar nicht wahr, wir brauchen die ja vom Kirk und der also, der macht ja dann noch was. Will ja jetzt hier wieder nicht vorgreifen. Ja, mir bringt's doch gar nichts, jetzt mit dem scheiß Fahrstuhl runterzufahren. Ich fahr wieder hoch. Gibt's irgendwo ein Terminal? Ich bin mir sicher. Es ist einfach nur, um später schneller runterzukommen. Hoffe ich. Oder so. Wir werden es zusammen gleich rausfinden. Wir sind mal wieder dritte Energiesteuerzentrale. Es hat sich nichts geändert hier oben. Immer ein Weg, egal wohin. Richtig, und mit einer Schrotflinte kommst du auch durch fast jede Tür. So, nächster Versuch. Also die zwei Steuerkonsolen waren ja eh für die Katze. So, da drin war so eine halbtote Frau gelegen. Gehen wir nochmal da durch. Weil ich bin der Meinung, dass von Kirk Kunzi, der rennt weg. Was ist denn hier? Ach komm, LMAA. Das Ding habe ich gesucht. Ah. Gut, wir haben mal wieder ein wunderschönes Rätsel. Hab gehört, es gibt da so ein paar Leute, die lieben diese Rätsel. So, das Ding muss so rum. Das ist ja schon mal klipp und klar. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Jetzt müssen wir die Mitte überschreiben. So, also machen wir mal. Klapp, klapp, klapp. Verdammt! Hätte klappen können. So, also das Ding braucht... Bitte wäre wenn. Ja, schon so. Probier mal es doch mal so rum. So rum sieht's auch irgendwie besser aus, oder? Das sieht gut aus. So, warte mal. Wenn wir das jetzt reinlegen und das reinlegen, dann brauchen wir das. Ne, das war jetzt blöd. Warte mal. Erst das. Dann das. Und dann... Bäm! Ha! Geht doch. Circuit restored. Sehr schön. So. Genau, jetzt haben wir es. Jetzt sieht die Sache ganz anders aus, Leute.
Gut. Jetzt können wir nämlich hier auch wieder das Terminal bedienen, weil jetzt haben wir wieder Strom. Schalten wir doch mal das dritte Energiegenerator-Häuschen an. Das sieht so geil aus. Starting all systems. Kurz vor Schluss, wie mit Windows-Update, schmiert alles ab. Ah ne, der geht ja auf okay. Doch, doch, Simulation macht er. Macht er nur Test. So, abspannen. War das gerade ein Schuss? Ja, das war ein Schuss. So. Ha! Sieht aus, als hätte Bohnensuppe gegessen. Und wäre geplatzt. Sie hat eine Memo. 1281. Ach ja, da ist ja der Code für die Dings. So. Und hier sieht man nämlich die Fingerabdrücke, Abdrücke von irgendjemandem. Den nehmen wir auch gleich mal, weil das sind die netten vom Herrn Kirk. Jetzt haben wir nämlich auch seine nette ID-Card. Das müssen wir gerade mal gucken. Ja, ja. So, und jetzt müssen wir nämlich Rennen sehen. Genau. Durchgang zum Privatlabor. Jetzt wird's spannend. Oh mein Gott, da ist er gerannt. Weg ist er. Man hat keine Tür gehört. Wahrscheinlich hat der Otacon getroffen und hat einen Stealth-Anzug bekommen. So. Don't move. And what do you think you're doing? Die macht auch cool die Hände hoch. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Ha! Wenn man ihn braucht, ist er da. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. Der Typ erinnert mich so ein bisschen an Sheldon. What? Yes. I came to these conclusions following the so ein bisschen. So mit diesem Spruch eben. Hier, dass auch ihr Dummen das versteht. Occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precise. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. Der Teufel hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja, ist ja gut. I don't care. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. What if you cannot stop catch? The generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens.
No problem. Kein Problem. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Hm. Wo sind sie? Jetzt geht wieder dieses Thema los mit der Waffe. Calm down. They should be stored in one of the security level. Was denn? Bist du waffenlos? Mhm. Das ist doch gar kein Tomb Raider. Very good, Doc. Now you understand our situation. So, jetzt kriegen wir auch gleich die Option, entweder die Teile zusammenzusuchen in Sicherheitsbereich A. Was heißt das? Basteln. Viele, viele Dinosaurier, die uns auf den Keks gehen. Da haben wir auch schon Karte Stufe A. Oder wir basteln das Ding einfach selbst zusammen, um gar nicht erst in diesen Bereich runter zu müssen. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist. Rätselhaftiger ist. Rätselhaftiger, das ist die korrekte Ausdrucksweise dafür. So. Okay. Trotzdem müssen wir, je nachdem, für welches Ende wir uns jetzt entscheiden, also wir entscheiden uns jetzt zwar noch nicht fürs Ende, aber später, müssen wir vielleicht noch eine Kleinigkeit vorher machen, wenn wir das Spezialende haben möchten. Denn möchten wir dieses Spezialende haben, müssen wir in dem Ruheraum, den wir vorhin gefunden hatten, hier, nimm das. Ah, die Disk, ja, zum Bauen. Müssen wir im Ruheraum diese eine Tür an der Wand aufkriegen. Damit würden wir nämlich was Spezielles finden, mit dem wir das Ende schon mal vorbereiten. We'd be better off simply trying to hunt down the completed device. It's too dangerous down there. She won't. Ist aber auch sehr interessant. Wir haben die fertigen Geräte unten im Sicherheitsbereich, aber sie haben immer noch die Teile da, um sie nochmal bauen zu können. Die haben vorgesorgt. So. Ja klar, könnte ja was kaputt gehen. Könnte ja was kaputt gehen, richtig. So, dann. Also, wir haben jetzt A, Auswahl, Gales-Strategie Richtung B3 Stufe A-Bereich gehen oder Rick-Strategie Richtung Teilelager in B2 gehen. Bitte jetzt abstimmen, die Damen und Herren hier. Teilelager. So. Bin für Gale. Also, nur um es nochmal so für alle hier draußen mitzubekommen, also Gale ist eher so, muss eine Menge ballern. Und Rick ist eher so, muss Köpfchen anstrengen, das sind weniger Dinos. Warum war mir klar, dass auch wieder Gale gewertet wird hier? Oh, 2 für Gale. 2 für Gale, sonst noch keine Stimmen? Oh, muss ich auch noch schreiben. Ja, ja, klar. 2-1, oh, es wird spannend. Es wird spannend, Teilelager. Oh. Nein! 2-2 steht's. Oh, 3-2! Rick führt. Azuka! Oh, 3-3. Toll. Ja, also beides kann ich nicht wählen, Leute. Das wird sehr grenzwertig dann. Wirf eine Münze. Tom, du bist da. Tom, Tipp, mach für Gale. Mach für Gale. Hier, mach für Gale. Mach das, was du sehen möchtest. Nee, genau, mach das, Tom, was du sehen möchtest. Tom kennt das Spiel ja gar nicht besser, ja. Tom kennt das nicht. Ah. Also, Kaiser, wirf doch einfach eine Münze. Vivi, du bist doch für Ballern, oder? Warte, ich werf jetzt den Dino. Wenn der Dino auf den Füßen landet, dann machen wir Gale. Ja, das ist ja nix. Nee, werf eine Münze, Kopf ist Gale und ich bin so arm, ich hab nicht mal eine Münze da. Nee, ich hab jetzt echt keine Münze in der Nähe. Das ist das Lustige da drin. Oh Mann. Ich hab ein paar Kreditkarten da, die ich werfen könnte. Oh! Ja, hat man schon. Gale! Ja, oh, danke, Tom! Tom hat Gale, also haben wir jetzt doch Gales Strategie, weil es steht 4-3. Na gut. Dann nehmen wir Gale. Ich hätte jetzt gern gebastelt, aber okay. Ihr wollt mich ja unbedingt immer gegen Dinos kämpfen. Ich nicht. Ja, ich weiß. Aber okay, ich sag's auch mal so, wenn man die Passwörter und die Codes, die Rätsel nicht alle auswendig kennt, dann ist das Basteln auch definitiv lustiger. Wenn man das ganze Zeug aber irgendwo auch schon mal gemacht hat, dann ist das Basteln nicht so toll. Weil dann da weiß man das meiste, sage ich jetzt mal. So, hier ist nochmal eine Vorbereitung, wie man das dann später einzuteilen hat. Denn die muss man in der richtigen Reihenfolge und bla und bla und bla. So, dann haben wir einmal einen Durchgang in Dr. Kirks Bibliothek. Genau, weil hier liegt noch was. Und zwar Medizin M. Und wenn ich mich nicht täusche, können wir die
mixen mit unseren nicht mitgenommenen Pfeilen. Genau. Scheiße. War hier noch was? Es gibt doch hier bestimmt noch einen Stecker bei dem. Im Übrigen werden wir jetzt gleich im Anschluss mit Dino Crisis 2 weitermachen. Und bei Dino Crisis 2 werde ich auch mal wieder versuchen. Und das kann ich nicht garantieren, weil ich meistens immer eine irgendwo liegen lasse, alle Dino-Dateien auch zu finden. Weil das macht mir am allermeisten Spaß. So. Uwe? Ja? Kommst du noch eine Hero mit? So. Und im Moment, der Boss hat noch 64%. Oder ich gehe jetzt selber LFR. Wir können eine Hero machen, wenn 62% noch runtergeknüppelt sind. Bin ich auch voll dafür. Spielt ihr WoW? Ja. Ja. Dass Geld keinen langen Arm kriegt, der hält ohne Pause eine. Ja, ja, das ist richtig, ja. Oh, cool, du hast eine Liste, wo alle Dino-Dateien draufstehen. Das Dumme ist, ich könnte dir jetzt nicht mal sagen. Hallo, Tom. Oh, oh, oh. Ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, welche Dino-Datei ich mal liegen lasse. Ist er schon tot? Töte ich nicht. Jetzt ist er tot. Tom, Gale ist der verschießen ist. Ja, Gale ist der einfach nur rabiat rumballert. Rick ist der Schwarze, der nie stirbt irgendwie. Also ohne Scheiß, alle Rick Filme, ist der die Schwarze. Ich guck... Ja, genau. Der hätte ich auch Gale genommen. Also jedes Mal, wenn ich mir so die Dings anguck. Oh, stimmt, das Rätsel habe ich jetzt ja nicht machen müssen, dank euch. Haha, hier ist ja dieses Tonrätsel mit diesen Pieptönen. Boah, das war damals Horror. Ja, ja, hier ist das Ding an der Wand. Und ein Stecker. Genau, Achtung. Ah, ne. Ah, doch, ja. Der babbelt irgendwas und dann geht es nämlich los. Das ist gut, wenn ihr alle wisst, wo die Dino-Dateien sind. Ich weiß nicht, ja, da könnt ihr mir nämlich gleich sagen, wenn ich so doof bin, wieder an einer vorbeigerannt bin. Jetzt habe ich mir das Ding reingezogen, das wollte ich doch gar nicht hören, Mann. Achso, wollt ihr jetzt eigentlich das Spezialende haben? Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben, wenn mehr wie drei Leute dafür sind, mache ich das. Special End. So, ja, ach, ja, okay, gut. Ja, es ist in Ordnung. Die Mehrheit hat jetzt schon geschrieben hier. Gut, dann machen wir das. Dann müssen wir da jetzt auch noch hin dackeln und das Teil freischalten, bevor wir den dritten Energiegenerator reparieren. So, das heißt... Special End Hype! Yay, yay, yay! Zuerst musst du den Generator aktivieren. Ach, die wollen ja nicht, dass wir in den Bereich gehen. Das ist jetzt schlecht, weil jetzt habe ich ja die A-Karte. Also, A-Karte, nicht Arschkarte, sondern A-Karte, weil wir haben ja die Stufe A. So. Hier sind wir. Das. Ah, scheiße, ich muss eh nochmal umdrehen. Hast du grad gesagt, tolle Dinos? Also wenn ich mich an die Alufolie hier, wie ich sie liebevoll genannt habe, den Allosaurus erinnere. Ey, der ging mir so auf den Keks am Anfang, wenn du noch die Scheißwaffen hast. Und am schlimmsten sind die, oh, ich weiß den Namen nicht, diese kleinen Drecksviecher, also richtig... Kombis. Genau, ja. Rotze. So, wer hat vorhin mitgedacht? 31415, ne? Ja, passt. Personalabdrucksnummer hier, Dingsbums vom Kirk. Und wir brauchen ja noch die Karte, nicht, dass wir die vergessen. Dann startet nämlich der Computer nachher, nicht? Der Kaiser müsste mal Ark spielen, wo er die Dinos verhauen kann. Mhm. Oh, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich weiß jetzt automatisch dummerweise nicht mehr den Spielenamen. Oviraptor, genau, das sind die kleinen Drecksviecher, die kotzen. Nein, Moment, das sind die kotzen, diese kleinen, die wo noch so rumspringen und diese Rotze da spucken. Aber ich meine die ganz, ganz kleinen, diese gelben. Das sind, das was du meinst, sind die Lophosaurier, die Kotze spucken. Echt?
Die ganz kleinen gelben, ja, eigentlich eher grün, das sind Kompis. Ah, okay. Ja, ich habe denen immer eigene Namen gegeben. Das eine waren die kleinen Drecksviecher, dann gab es die mittleren Drecksviecher und die großen, die großen Drecksviecher. So konnte ich mir das immer relativ einfach merken. Ja. Ja, da ist ja schon wieder so ein scheiß Dino. Ovri-Raptor ist ja fast so groß wie Dings. Oh. Munition leer. Normaler Raptor. Oh, scheiße. Nein. Oh, mit Pistole gegen die hier. Ah, war jetzt so klar. Ernsthaft jetzt? Da hat nur... Hat nur ein Schuss gefehlt gerade. Moment mal, aber ich kann doch dann bestimmt hier... Lass mich raten, die lässt mich jetzt auch nicht übers Seil hier rein, oder was? Ah, Gott. So, dann gehen wir jetzt halt runter. Aber hier unten sind doch garantiert die dicken Dinos da. Was haben wir noch? Die brauche ich dann mal mit Giftpfeilen. So, weil wir sind ja jetzt schon im zentralen Durchgang. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr in der Nähe von diesen schönen Waffenschränken. Ich hab's doch schon gehört, dass da so ein Dicker läuft. Ja, nee, vergiss es. Bei meinem Glück schieße ich nämlich den Giftpfeil in die Wand. Das ist so ganz blöde Sache. Oh, shit. Achso, du hast ja jetzt angemeldet für eine zufällige, gell? Ja. Was hab ich? Okay. Du wolltest HC-Indie. Ja. Achso. Ihr redet gerade mit kommt, mir. Jetzt kommt hier Odin. Nein, verdammt. So, dann sortieren wir hier mal den Krempel. Da hole ich mir die Aegis nachher. Ich. So, dann mal Verstärker und Betäubung runter. Ich hätte ziemlich sitzig. Sagst du mal Wiederherstellung und Verstärker. Genau das sind die Spielweisen, die ich als Shami habe. So, dann haben wir... Meine dicke Tarot-Pelle habe ich drauf. Gott, haben wir noch viele Granaten überall rumliegen. Hier sind die Pfeile S, die ich brauche. So, und jetzt basteln wir mal. So, mixen. Verstärker mit Betäubung zuerst, dass wir mal L-Plus-Pfeile rauskriegen. Die mal mit einem... Nein, halt. Da. Pfeile S mit dem Verstärker, jo. Jetzt haben wir S++, S++. Das fängt ja gut an. Wiederbeleber, jo. So, Giftpfeil. Vanessa! Wie viel haben wir denn Giftpfeile? 4. Ist schon mal gut. Ihr und ihr Regenbogen. Hört auf! So, jetzt haben wir mehrere SL-Plus-Pfeile. So, dann gehen wir wieder hier dran. Kann ich das auch weitergeben? Ja. Betäubung. Wie denn? Klickst jemanden an und rechtsklick drauf. Betäubung. Multipla. Nö, geht nicht. Hast du das in der Spielzeugkiste? So. Nein. Hab ich leider nicht. Achso, kann mir jetzt noch schnell jemand sagen, ob 00 Schrot die bessere oder die schlechtere ist? Es hört sich nach 00 Damage an. Nee, weiß ich halt nicht gerade. Cool, die haben wir noch. Wiederbeleber, den brauchen wir auch noch. Weil ich habe von beiden noch ein bisschen was und dann würde ich nur das Sinnvollere mitnehmen. Halt. Naja, jedes Mal. Betäubung mit Pfeile. Jetzt haben wir Pfeile S++. So, jetzt haben wir wieder ein Giftpfeil. Ordnen. Wunderbar. Was macht sie denn? So, dann haben wir die Smith & Wesson raus gegen die Granaten. Dann haben wir einmal S++ dabei. Schmeißen den gegen die Hitzegranaten raus und den gegen normale Granaten. So. Dann checken wir die Zugänge. Da haben wir auch nochmal 3 Hitzegranaten, die kommen runter. Und dann wird nochmal sortiert hier. So, dann haben wir hier Hitzegranaten. Alter, wir haben viel zu viele scheiß Granaten. Ich glaube, es wird mit dem Granatenwerfer rum. So, da haben wir nix. SG-Patronen müssten die stärkeren sein, oder? Wir nehmen sie jetzt einfach mal mit. Normalerweise ja.
So, okay. Equipment. 5 Giftpfeile haben wir bei uns dabei. 3 Pfeile S. Und 10 hiervon. So, und hier müsst ihr jetzt sagen, nee, ich soll zuerst aktivieren, genau. Super. Haben wir doch wieder mal ein bisschen was geschafft. Hier liegen 2 tote Dinos, sowas ist immer gut. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, müssten auch wieder 2 Dinos kommen. Dadurch, dass der Kaiser jetzt aber schon so gut vorbereitet ist. Nicht? Nee, hier kommen keine. So, das andere ist ja der Port. Da wollen wir ja auf gar keinen Fall hin. Der Durchgang zum Durchführungsraum. Oh, jetzt müssen wir am T-Rex vorbei. Oh shit. Good day. Okay, 4 Schuss. Axa. 4 Schuss braucht so ein Dicker. Zumindest von der Distanz. 1, 2, 3, 3. Hallo? What? Ich bin tot? Was? Echt jetzt? Computer sagt down. Krass. Ja, der hat mich ja voll zerlegt gerade. Alter, ich wollte ein Stückchen von dir haben. Mhm. Krass sind die Dinger stark mittlerweile. Ja, und jetzt stehen sie natürlich gleich beide hier. So. Jetzt habe ich weniger Munition gebraucht, weil ich beide mit einer Ladung umgenietet habe. Okay. Krass, ich habe die gar nicht so stark in Erinnerung. 3 Schläge und dann war es schon. Ja, soll schon mal passieren, wenn dich ein Dinosaurier beißt. Ja, das liegt nur daran, weil ich eine Frau spiele. Wenn ich den Rick oder den Gale jetzt hätte, da hätte ich zwischendrin mir einen Kaffee machen können. Der hätte hier noch überlebt. Überleg dir genau, was du über Frauen sagst. Warum? Allgemein. Warum? Nur so. Och, ich hab kein Problem mit Frauen. Die haben doch meistens eins mit mir. Ja, wollte ich gerade sagen. So. Ah ja, hier waren wir. Genau. Gut. Da müssten wir nämlich jetzt. Nee, ich brauche nicht speichern. Als ob ich hier sterben würde im Spiel. Hey, aber ich habe noch keinen Todescounter wie bei Tomb Raider 2. Oh, wenn ich die schon wieder dackeln höre, ey. Gib mal Giftpfeile her. Wo sind denn die? Ich höre die laufen, aber sie visiert nichts an. Der eine ist schon mal hinüber. Sie visiert was an. Er läuft in meine Richtung, oder? Ha! Er lief in meine Richtung. So, schön seine Blutszene abwarten, weil sonst spawnt er gleich wieder und da habe ich keinen Bock zu. Wir haben ja auch nur noch 5. 5 hatten wir dabei, heißt 5 minus 2, 3 im Sinn, 8 mal geteilt durch. 2 Stück müssten wir jetzt gleich noch haben, nach dem hier. Stille. Sehr gut. Das war einer allein. So, genau. Und hier ist Security Level A und da holen wir uns jetzt die Bauteile. Beziehungsweise die Dinger schon fertig. Ihr wolltet ja nicht, dass ich Spaß. Ihr traut Doch, mir das halt nicht ich zu. Ich wollte es. Nein, ihr wolltet. Hey. Ihr traut es mir nur nicht zu. Level Up. Hey, Level Up, genau. Ich habe diesen Riftbot bis heute noch nicht verstanden, aber ist ja auch egal. So, hier gibt es nur ein Memo. Das war's, glaube ich. Sonst gibt es da noch irgendwas Interessantes. Ich komme hier rein. Irgendwie. Hä? Ist das das Tree Force an der Wand? Jetzt mal ernsthaft. Seriously, hier, das ist doch. Hier, von Zelda. Da, Moment, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Da, hier. Da, da, wo sie hinguckt jetzt. Definitiv. Das Tree Force. Ist ja geil. Ist ja geil.
Jetzt weiß man, was nach Zelda rausgekommen ist. Dann hat er keine Lust mehr weiterzuentwickeln. Dann hat sich gedacht, ich mach mal Dino. So. Gott, es ist lang her, dass ich hier Gale gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, um an die Teile zu kommen. Ich glaube, die müssen wir jetzt hier einfach nur aus der Wand nehmen, oder? Thema erledigt. Ja, genau. Hier sind die... Was? Hier sind Proben der... Ach, Quatsch. Das soll doch hier dran gehen. Initiator aufgesammelt. Und Stabilisator aufgesammelt. Uey, uey, uey. Boah, ey. Was ein Hype. Denk ist scheiße. Ja. Yep. So, und jetzt gehen wir wieder runter. Und raus aus dem Ganzen. So. Irgendwie vermisse ich so den Platrix, der hat heute schon wieder gar keinen Bock herzukommen. Mann, Mann, Mann. Kommt nur, wenn du Tomb Raider stirbst. Ja, das ist irgendwie komisch. Der kam. Also. Ungelogen, ihr müsst euch mal so auf YouTube die ganzen Streams, die ich bis jetzt gemacht habe, immer wenn irgendwas passiert ist, kam Platrix. Ich hatte einen Ausfall... Du machst auch YouTube-Videos? Oh, Uwe. Ich hatte einen Komplettausfall vom System, meine Playstation ist abgeschmiert, in dem Moment kommt Platrix rein. So, ich hatte... Mein Controller geht nicht mehr, Platrix ist da. Ich sterbe, Platrix ist da. Also ist irgendwie sehr, sehr skurril. Der ist dafür verantwortlich. Ja, und immer wenn er nicht kommt, läuft's eigentlich wie am Schnürchen. So, Steuerzentrale B3, wir haben die Dinger zusammen. Das heißt, wir können jetzt theoretisch das Spiel completely abschließen. Alter, Beste. Ja. Ach, ich brauche noch nicht zu speichern. Wir haben noch so viel Munition dabei. Ja, mein Todesengel. So, hier liegt der Dino immer noch rum, ganz gemütlich. Auf Ebene B3 hat er mal gemeint, er müsste in Steckdose lang. Selbst schuld. Das zeigt mal jedem Kleinkind. Von daher, Mann, Mann, Mann. Wobei ist mir auch ganz... Vanessa, was ist denn los? Wo bleibt denn der Schaden? Gell, hat bleibt ja der Schaden? Du hast viel höheres Itemlevel als sie. Wollte ich auch gerade sagen, also das ist schon unfair gerade. So, dann. Nö, eigentlich kriegt ihr das schon hin. Das DPS zählt nicht. Ruhestation. So. Siehst du? So, jetzt können wir hier gleich direkt mit dem Fahrstuhl ja hochfahren. Dank dem Chester weiß ich das ja jetzt. Was? Was will er jetzt von mir hier? 1F komme ich da hin? Muss ich jetzt in B1 oder in B2? B1, nach oder? 1F. Nee, da sagt's auch, nein, brauche ich nicht. Ich kann nur nach B2 fahren. Dann musst du B2 fahren. Das ist korrekt. Ja. Hört sich sinnvoll an. Genau, dritte Energiesteuerzentrale. Klingt nach richtiger Weg. So. Das heißt, wir müssen jetzt die beiden Dinger da, Stabilisatoren reinbatzen. Ah ja, das heißt, wir müssen hier jetzt, glaube ich, zuerst... Oh Gott, die Reihenfolge wird jetzt wieder interessant. Das Ding anschmeißen, dass er mir sagt, jetzt bitte Dings einlegen. Genau. Ja, jetzt aktiviert das System, sagt hier Tests in Ordnung, bitte jetzt Dings einlegen, weil wir die ID-Karte haben, bla bla blub. Okay. Genau, Strom für Generator eingeleitet. Bitte platzieren Sie Initiator und Stabilisator. So, dann platzieren wir doch mal die ganze Scheiße hier. So, erstmal wieder rausfinden aus der Steuerzentrale, das ist ja immer das Schwierigste. Da geht's raus, genau. Oh Gott. Da geht's ja gleich schon weiter mit Dino 2. Ach, wird das lustig. Lustig, lustig. Tralalala. Bald ist Weihnachten da. Ist ja sogar wirklich schon. Mit Zeit. Ja, wenn man überlegt, dass ich vor knapp 3 Wochen das erste Mal im Globus schon wieder Lebkuchen kaufen konnte. Echt? Ich find's auch immer so toll, weißt du, am,
am 27. nach dem Feiertag willst einkaufen gehen und dann hoppelt dir schon so ein Osterhase entgegen. Weil sie schon wieder alles umstellen auf Ostereier. Nee, ich find es einfach krank, so früh das Zeug schon drin zu haben. Ich meine, ja, Lebkuchen schmecken. Lebkuchen kann man ruhig das ganze Jahr drin haben. Das ist gar nicht so verkehrt, aber das mit den Osterhasen, das ist ein Witz. Ja, okay, den beiße ich immer nur die Ohren ab. Dann ist es nur noch mal. So. Dann klicken wir mal hier aufs Knöppelsche. Hier unten ist Initiator. Geht in die Hose hier. Kommt der Trash dazu. Glaube ich zumindest, dass unten der Initiator war. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ansonsten explodiert die ganze Anlage. Was explodiert? Gott, jetzt so in meinem Alter regt man sich so tierisch über so Grafikdetails auf, die völlig banal sind. So total unrealistisch ist. Diese Klappen eben hätten niemals zuklappen können mit dem Initiator drin, aber okay. Früher war das ein Grafik-Highlight, dass sich das Ding überhaupt bewegt hat. Naja. Ach, guck an, Stecker. Ja. Ja, jetzt wird's kniffliger. So. Initiator platziert und aktiv. Die große Wurst fährt aus der Wand. Ich glaube, dass Trash dazu kommt. So. Aber seht ihr, hättet ihr mich basteln lassen, wäre ich gar nicht gestorben. Manometer, ihr wolltet mich unbedingt tot sehen, ne? Natürlich. Habt ihr in Dino 2 noch genug Chance zu? So. Hoch geht's mit dem Fahrstuhl. Ah, wir sind auch ganz gut in der Zeit. Ich denke, so kurz nach halb dürfen wir das Spiel durch haben. Ein paar Minuten noch. So, dann hier um die Ecke. Über die Brüstung, die wir vorhin haben, schon rausführen lassen. Nicht verwechseln mit den Brüsten. Brüstung, habe ich gesagt. So, wir haben auch nichts anderes verstanden. Ja, ja. So, dann Objekt. Stabilisator. So, und drin. Klick, klack, klock. Ist wieder auch durch die Wand gefahren, hier in den Glasbehälter. So, und ab dafür. Jawohl. Das System sieht doch schon mal ganz gut aus. Hast du den Augen verloren? Klick, klack, klock. So. Der dritte Energie-Glasbehälter ist auch oben drauf. Ein bisschen Blub-Blub kommt raus. Yay, Chester, herzlichen Glückwunsch. Und wird man dann hier Level 2? Ich habe keine Ahnung, wie man da überhaupt levelt. Ich schätze mal mit der Zeit, die man zuguckt. So, wir sind in der dritten Energiesteuerzentrale. Ja, nicht nur das, sondern auch wenn du was schreibst oder sowas. Erreicht einen kritischen Punkt. Versuche zu kompensieren. Hey, was soll das heißen? Wird nicht auf leicht gespielt. Auf was denn dann? Gib doch nur leicht. Also ich kenn nur leicht bei Dino. Ja, ja, jetzt platzt alles. Boah, wie die geht voran. Ach, da ist der Tank schon. Und er hat die Waffe immer noch gehalten, der Game.
Jawoll. So, wir sind in der Steuerzentrale, alles ist hier am Kochen, Explodieren und was weiß ich was. So. Wir dackeln jetzt erstmal zum Game. Und kriegen die letzte. Oh. So, weg mit dem. Gar keine Zeit hier für Dinos. Haben doch gar nicht dafür Zeit. Das übertreiben sie aber auch wieder mit der Musik hier. So, wir sind in Dr. Kirks Bibliothek und treffen jetzt wieder auf Gale. Okay. Ja klar bist du okay, bei dir liegt auch nur ein L-Rohr auf dem Rücken. Take it easy, Gale. No, take this. Tag them with transmitter. Gale. Gale. Pulsempfänger. So. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Eingliederungsbüro. Das heißt, unten am Hafen sind wir jetzt. Alright. The overload levels are increasing. Just a little more. Dramaturgische Musik. Das ist auch geil. Gale, was ist mit ihm? Ja, der hängt halt nur so halb da und verblutet, aber... Hängt ein bisschen ab. So. Die komische Seuche da hinten sollte jetzt Verschwindibus machen. Jawohl, wir können jetzt theoretisch zum Hafen. Unser eines Ende. Das ist es. All that's left is our escape. Genau, das Hoverboard. Einmal Pulse gar nicht, dann Pulse zwei Gruppen. Was ist denn das? Er riecht dein Arschloch. Oh, darf ich das sagen? Ja klar. Du bist bei mir im Stream, da darfst du alles sagen. Ach, bei dir im Stream darf ich alles sagen? Ja. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wenn ich jetzt... Na mal gucken, ob Vanessa schafft, die Truhe zu holen. Na, bin ich auch mal gespannt. So. Nee. Genau. Genau, Vanessa, genau. Was machst du? Wir haben jetzt hier wieder die Wahl der Qual der Wahl. Gales Idee, die Mission fortführen und Dr. Kirk finden oder die Mission ignorieren und den Kameraden stoppen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Gale nehmen. Was? Weil wir wollen ja das Secret-Ende haben. Halte ich aus dem Bauch heraus, aber ich glaube, wir werden verkehrt. Entschuldigung. Unterhalt. Ach, dankeschön. So, ja. Hopp, Rick, nervlich. Wir haben 20.31 Uhr. Ich hab gesagt, kurz nach halb bin ich fertig. Rick, halt die Schnauze. Rick,
Egal wie, das Spiel muss jetzt zu Ende sein. Ja, hier, ich hab die Qual der Wahl. Also hier, nee, ich muss hier raus, da, so. Speichern, ja, wir speichern ein letztes Mal jetzt. Ich glaube, das ist auch die letzte Situation, wo ich speichern kann. Daten beschreiben, ja. Ja, gute Zeit, 3 Stunden 17 sind wir aktuell. Da ich Nase. Also nicht du, sondern der Tank hier. Danke, Chester. So, jetzt. Let me think. Scheiße, ich muss auf der Karte gucken. Wir sind jetzt hier. Oh ja. Stimmt, hier. Treppe hoch. Auf der andere Seite. Da ist er, der Kika Kirk. So, ich glaube, jetzt sind ja auch so gut wie keine Dinos mehr, aber halt! Wir haben ja noch so viele Schattdecker. Bin ich denn überhaupt noch live? Weil mein Ding mir hier sagt, ich werde nicht mehr live. Ja, du bist live. Ja, dann ist alles gut. So, wir haben eine Medizin S++, aber keinen Wiederbeleber und den wollte ich unbedingt brauchen. Der Rest ist mir eingesprungen. Bums egal. Jo. Andere Frage, habe ich denn noch irgendwo einen Wiederbeleber drin? Och, ich hab noch gar keine grünen Boxen aufgemacht, super. Ich wieder. Ja, wir haben geschafft! Sehr gut, das ist ja nicht schwer, ne? Durchgang hast du zum Quartierbereich. So, ab durch den Schacht. Röhrenwartung Durchgang E2. Alter, was macht der Tank da? Tanken? Nee, macht er eben nicht. Der macht alles andere als tanken. Hä? Ich weiß. Oh, okay. Warum geht mir immer die Munition aus? Okay. Dreieck. SG-Patronen. Raus! Jawohl. Du Kackvieh. Ah, schab ihn. Gut. So, wir haben nämlich gar keine Giftpfeile mehr, wir haben jetzt nur noch, da können wir jetzt auch direkt umsteigen, 2 SG-Patronen und die Granatenpistole mit 18 normalen und 9 Hitzegranaten. Klingt gut. Welcome to the Ruheraum. Ja, passt. So, cool. Boah, Gott, wie ging das hier? C. E. Boah, jetzt wird's wieder Denksport. C, E, F. C, E, F, E. C, E, F, E. Boah, das muss ich mir mitschreiben, scheiße. Mag das mal jemand für mich, oder? Das muss ich mir jetzt irgendwie... Nein! Fuck es dir! Was? D-E-F-E. Was wag es dir? Ich hab jetzt grad ein bisschen Angst. Nee, ich wollte mir einfach nur ein Textdokument aufmachen. Das oben ins Bild machen. Das müsste doch gewesen sein jetzt, oder? Das war nicht an sich schwierig. D-E-F-E hast du gesagt. Da fehlt aber noch ein F am Ende. Was? Zeff? Ja. Ja. So. Weiter geht's, D. Das war jetzt nicht an dich gerichtet, Kaiser. War hier an den Tank. AF? An den, ach so, an den, okay. Gimp. Hübscher Tank. Hatte nur halt gerade super gepasst. Ja. Ich steh da noch schon. Na, so. Dann mag ich die halt. Wenn
mal überlegt, ich hab den Scheiß damals. Ah. Vanessa kackt Genioden. Das sind am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D. D. A. Da, da, da. Ich will gar nicht wissen, wie ihr Chat gerade aussieht. Wobei der da sitzt. The Code matched. Sitzt, steht, sitzt, steht, sitzt, steht. Hopp und hopp und hopp. An. B. B. D. A. F. C, D. Im Übrigen wäre das auch das lustige Spiel gewesen, hätten wir im Kirks Geheimlabor spielen können, wo ihr mich mit Gale rausrennen lassen wolltet. Ich hab gesagt, wir können jetzt Waffen zusammenbauen. Nee, ich meine ganz am Anfang im letzten Spiel. Achso. Da habt ihr ja gemeint, ihr müsstet mich schon beim ersten Mal hier mit Gale rennen lassen, das ist selber schuld. So, haben wir noch einen oder? Nee, es sind vier Stück. A. A. B. Jetzt kommen die knackigen Dinger. A. D. C. E. F. Ja. Also haben wir A, B, A. Jetzt machen wir Vanessa. D. Oh oh. C. E. F. E. E. Sehr geil. The code matched. Mach das Ding auf. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Gehen wir nochmal checken. Heliport-Transport-Durchgang. Was könnte das denn sein? Ein Heliport-Transport-Durchgang. Echt? Ach. Scheiße. Und ich dachte, hier ist das U-Boot. Scheiße. Nochmal zurück. So. Breaking News, NFL. Ah ja. Ach ja. Das war jetzt ganz wichtig, Handy, dankeschön dafür. Oh ey. Ja, es nervt mich tierisch, es ist ein Krieger und der stimmt nicht. Ja, mich nervt dafür gerade der Sound hier. Geheimer Heliport. Von uns oder vom Dino Crisis? Nee, von Dino Crisis, diese Abfuck-Musik gerade. So, wir haben den geheimen Heliport gefunden. Und wir finden einen Helikopter mit der Nummer 66 und einer Mini-Atombombe. Ich könnte ja mal das hier machen. Wer kennt es nicht, der Helikopter mit der Mini-Atombombe unten drunter? Hat jeder zu Hause. Natürlich. Da. So, ach, guck an. 00 Schrott nehmen wir mit. Und wir haben hier was an der Wand, das habe ich noch nie gesehen. Ja, wenn es ja nur ein Stecker ist, oh geil, nochmal ein Wiederbeleber hier für ganz arme Menschen. Halt. Machen wir nochmal den da. Da nochmal mal Zort. Und nehmen wieder unsere. Brauchen wir den 00 Schrott? Ja, nehmen wir es mal mit. Tipsel, Tipsel, Tipsel. Jetzt ist die Frage: Ich muss hier einfach wieder raus und die funkt doch dann hier die anderen an. Oder so. I don't know. Könnte jemand, der Ahnung davon hat, mir das jetzt nochmal kurz bestätigen? Ich muss doch jetzt nur noch den Kirk finden. Ich habe doch den Heli gefunden, das heißt, Ende ist ja jetzt schon freigeschaltet. So sein, ja. Stille. So, ich bin mal AFK. Jo. Jo, Spaß. Gelingen. Wollte ich auch gerade noch dranfügen, gutes Gelingen. Ist eingefallen.
ist denn der Kirk jetzt eigentlich? Oh, jetzt geht die Musik wieder weiter. Oh. Auf der Enterprise. Oh, scheiße. Füße hoch. Füße hoch. Der kam flach. Meine Füße sind immer oben. Ach so, das heißt, wenn du meinen Stream guckst, musst du die Füße schon hoch tun. Nee, ich sitze immer normal auf dem Schreibtisch und kann ich nicht sitzen. Ich sitze irgendwie quasi immer auf meinen Füßen auf dem Schreibtischstuhl. Ah. So, jetzt ist die Musik Gott sei Dank wieder weg, weil der Stabilisator experimentierbar offen ist. Jetzt gibt es einen Mini-Abspann mit hier. Dr. Burke? You got your man, Gale. Yes, he seems to have made it his mission to make my life miserable. Gale, I found a heliport on the way here. Our escape will be quicker if we use it instead. Fine. Thanks for the disc. Pink auf! Geheimer Heliport, ah. Yay, wir sind da. So, und weil es jetzt zu langweilig oder zu einfach wäre, wenn wir jetzt hier einfach rausmarschieren. Das Thema wäre erledigt. Jetzt hatte der T-Rex Hunger und hat das Hovercraft zerlegt. Na klar. So, was haben wir hier denn so Schnuckes? Inventar voll, nicht genug Platz für Granaten. Das ist richtig, wir haben ja auch schon eine scheiße Menge von den Dingern dabei. Kann man hier was weglegen? Nee, gell? Können wir ordnen, aber das dürfte nichts bringen. So, wir haben zwei Wiederbeleber dabei, das heißt... Den T-Rex dürften wir jetzt mit unserem Granatenbomber hier packen. Daniel, WoW einloggen. Aber ja, sofort. Sofort. Darum. Ei, darum. Ei, darum. Der Nummer des Server, Alex Trasa, glaube ich. So, wir sind auf der anderen Seite. Keine Ahnung, was wir hier eigentlich nochmal machen. Genau. Da hattet ihr noch nicht angefangen, ne? Guck an, da ist er ja, die Echse. Nee. Schneller hin. Statt jetzt schon die ganze Zeit Granaten auf das Ding zu feuern. Nö. Wäre ja zu einfach. Voll. Ja, danke. Aber er hat trotzdem so kleine süße Krüppelärmchen. So. Hello Endboss, auf geht's in den Kampf gegen den. Fällt kein Name ein. So, Thema erledigt, Finale, Ende. Auf Wiedersehen, T-Rex. Zurücklehnen, Abspann genießen. Stimmig. Ah, der Sound ist weg, Gott sei Dank. Yeah, High-End-Abspann. Wann soll ich mich jetzt in Level 1 Charakter einloggen? Ja. Mit dem wirst du es bestimmt reißen. Natürlich. Ja. Sonst, wenn man neu angefangen hat. Oder allgemein jetzt Multispieler. So, viel Spaß mit dem Secret Special Abspann. Das ist auch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, das einzige Ende, wo alle vier Leute überleben. He's still after us. I'm gonna flash fry that dino dodo. Juhu! Viel Spaß, T-Rex, mit der Atombombe.
Also, oder normale Bombe oder was auch immer, aber es sieht halt schon so aus wie so ein Atombömmchen. Ah, Sonne. Mond und Sterne. Beichtstuhl ist schon vergeben. Bin drin. Komm aus sofort. Wir haben's, Leute. Wir sind durch. Ach, wunderbar. Ein tolles Spiel. Nur auf WW warten. Oh, du bist durch. Ich suche mit dem Helipopper. Ja. So. Weiß gar nicht. Was hast du denn vor, Uwe? Kann man hier den Trinken. Abspann wegdrücken? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Du, Vanessa, Vivi, ich. Ey, der Abspann ist das Beste. Geht euer Twitch noch? Ja. Ja. Ja, weil Chester mir gerade eine WhatsApp geschickt hat. Sein Ding ist komplett abgeschmiert. Jetzt verpasst er das Schluss und muss es morgen auf YouTube gucken. Fällt kein Name ein. Mir fällt kein Name ein. Nenn dich Sayaka Fujita. Der hat den Sound in dem Spiel gemacht. Oder Takeshi Onomoto. Yoshiaki Nishimura. Nein, Makoto Tomozawa. Oder so. Ja, ja. Yuji Hakiyama. Katsuya. Oder Ryuta Takahashi. Oder Ah, Katsuya ist vergeben. Yoshiaki Nishimura. Ja. Ryuta war noch nicht vergeben. Alter, was Namen ohne Scheiße. Masaru Yosakamara. Da bist du doch gestraft für dein Leben. Oder Tsutomu Murasaki. Setomoto. Kaori Sato. Iki Nishioka. Und unter diesen ganzen Namen passt dann super rein Susan Hart. Sehr geil. Ja, Twitch hat sich gerade verabschiedet. Das bist du? Scheinbar. Donska? Ja. Echt? Bei euch allen irgendwie, oder was? Meiner läuft noch. Meiner läuft auch noch. Ist denn... Achso, den hast du gerade gemacht, den Ryuta? Ja. Sagt Kaiser einfach, ja. Ja, ne? General Production... Hier von Noritaka Funumatsu Mitsu. Gesundheit. Padam, wir haben's durch. Mal gucken, was für einen Rang wir kriegen dafür, dass wir einmal Continued haben und einmal Wiederbeleber benutzt haben. Aber wir haben Special Ende immerhin. You have mail. You have mail. Oh, da gibt's noch einen Sonderabspann. Ist ja fast wie bei Metal Gear Solid. Ach, stimmt ja. Kriegen jetzt gesagt, was mit der Person passiert ist. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Gail. Status. Alive. Gail did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Ja, Twitch hat sich komplett verabschiedet, auch nicht schlecht. Status. Was heißt komplett? Ich stream doch noch. Ja, aber kommst du auf die Seite und so allgemein nicht mehr drauf. Warte. War bei mich. So, ja, komplett, Grauscreen. Mhm. Okay. Warum immer, wenn ich stream, Mann? Kann ich dich nicht sagen. Gut, Minuten AFK. Ja. Viel Spaß und gutes Gelingen. Ja, hoffentlich schwimme ich nicht so weit raus. Kann gefährlich werden. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ein T-Rex aus dem Klo. Wer weiß. Das ist gelogen, Spielmodus war nicht leicht. Ich habe auf extrem schwer gespielt. Ja, klar. Anzahlspeicherung 14. Endings 1 von 3. Joa. Quit. 3 Stunden 28 oder sowas habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Operation Instructions.
Hervorragend. Ihre Leistungen waren ausgezeichnet. Daher habe ich eine besondere Mission für Sie. Die Details finden Sie im beiliegenden Dokument. Obwohl die Anforderungen dieser Mission extrem sind, bin ich sicher, dass Sie es schaffen werden. Viel Glück. Oh. Was haben wir denn gekriegt fürs Durchspielen von Dino 1? Ach, diese Kackmission, Vernichtungsplan. Ja, stimmt. Das habe ich gefühlt einmal gespielt. Danach hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil es voll total bescheuert war. Also, Jessa sagt selbst, die App geht nicht vom Spiel. Von Twitch. Die Hauptseite ja auch so allgemein, kommt's ja gar nicht drauf. Ja. Es war wohl eine Brute Force-Attacke. Tja. So, cool, dann speichern wir mal und haben das Spiel jetzt offiziell durch. Sehr geil. Haben für den nächsten Spieldurchgang in der Theorie, ich glaube, unendlich Munition und diese zwei Kostüme, die wir gerade gekriegt haben. So, die Frage ist, wenn ich jetzt den Stream beenden sollte, komme ich dann wieder live? Das kann ich dir nicht sagen. Wir werden es gleich sehen, weil ich muss ja sowieso die Disk wechseln und ich brauche für YouTube wieder einen harten Schnitt. Ja. So, dann an die YouTuber an der Stelle schon mal danke fürs Schauen von Dino Crisis 1, an die, die jetzt im Stream noch verweilen. Bei mir steht eh Viewer 0 momentan, weil ja Twitch irgendwie meint, jedes Mal hängen zu müssen, wenn ich da irgendwas mache. Sage ich auch schon mal danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gleich hoffentlich wieder mit Dino Crisis 2.